Vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute eine neue Art der Datenübertragung vorstellen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen wissenschaftlichen Bereichen für große Veränderungen sorgen wird. PESM-3 ist ein auf Photonenverschränkung basierendes Kommunikationsgerät. Ich gebe Ihnen Rat unter Kollegen. Und denen geht es nicht darum, ein erfolgreicher Mensch zu sein. Was ist passiert? Wer waren die? Die haben die PESM geklaut. Was? Ich habe die letzten 8 Jahre meines Lebens an dieser Technologie gearbeitet. Lass ich mir von Ihnen doch jetzt nicht sagen, dass das alles umsonst war. Lucy, was hast du vor? Tun Sie das nicht!